So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit willkommen zurück zu Arc Age. Es gibt wieder neue Herausforderungen. Tigergrad 10 und Federquest, fertige Leder. Lederquest, nicht Federquest. Aber um die möchten wir uns jetzt eigentlich gar nicht kümmern. Wir möchten uns hier natürlich weiter nach oben leveln, möchten natürlich weiter hier ein bisschen was erfahren, dass die Tempelpriesterin... Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Was will ich denn? 2-1 oder Hauptziel? 2-1. Nehmen wir die 2. Holen wir unseren Leomorph. Wo ist er da? Ja, ansonsten gibt es jetzt ein PvP-Event jetzt an diesem Wochenende. Doppelte PvP-Belohnung. Oder doppelte PvP-Erfahrung. Ah, das ist immer noch die Priesterin, ne? Ja. Jetzt muss ich gerade echt mal gucken, wo ich hier lang muss. Bin ich echt falsch gelaufen? Tatsache, ich bin falsch gelaufen. So, mich würde ja endlich mal ein Dungeon interessieren. Bloß jetzt weiß ich halt nicht, ab wann kann man in einen Dungeon rein. Scroll Library F1, wahrscheinlich Library Flügel 1 oder Floor 1. Es gibt hier aber auch nicht irgendwie so ein Suche nach Gruppentool, oder? Nee. Also hier ist es noch das klassische... Halt, irgendwas war doch da. Fremder Gummibaum. Jatakalb. 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 Ob ich da hin muss? Also deutlicher ging es nicht zu zeigen, oder? Naja. Willkommen. Du hast dich der blauen Zypresse angeschlossen? Das ist ja großartig. Der hat übrigens einen Schleier vorm Mund. Wir könnten deine Hilfe hier auf der Weide gut gebrauchen. Die Yattas trinken weiter aus dem verschmutzten See und werden unruhig. Wir müssen sie mit etwas beruhigendem Gras füttern. Es wächst hier in der Gegend und wird ihre Mägen beruhigen. Kannst du etwas einsammeln? Wenn sich die Yattas etwas beruhigt haben, werden sie viel einfacher zu handhaben sein. Ein paar Yattas, die dem verschmutzten Wasser ausgesetzt waren, sind sehr aggressiv geworden. Wir bekommen sie nicht wieder unter Kontrolle. Am Ende haben wir sie aus dem Gehege gejagt, damit sie die anderen nicht mehr angreifen. Die aggressiven Yattas waren anfangs ganz friedlich. Es muss am Wasser liegen. Sie sind zu solch einer Bedrohung für Leute wie auch Yattas geworden. Ich befürchte, die einzige Lösung ist, sie zu erlegen. Oh Mann. Jetzt müssen wir die armen Yattas umlegen. Aber erstmal sammeln wir hier das Gras. Wo ist denn meine Questanzeige da? Was, nur 3 Grasbüschel? Also da muss ich sagen, da waren andere MMOs. Okay, gut, es sind immer nur wenig, aber es wirkt halt ein bisschen... Ich sag jetzt mal... Nicht gerade sehr authentisch. Ja, Yattas 5 töten, aber Gras sammeln nur 3. Naja, nun gut. Nicht mit mir, du blöder Yatta. Oh, der ist so süß. Oh, der sieht so aggressiv aus. Geldbörse des Priesters. Combo. Zielblick in die falsche Richtung. Das weiß ich, das war ja auch Absicht. Er hat noch gezuckt. Was haben wir da? Da haben wir auch noch einen Yatta. Komm,
komm. Wow, leck. Jetzt hat er den Hit erst gemerkt. Ach, ich wurde getroffen. Ich muss mich noch bewegen. Oh, verdammt. So. Haben wir den Jetter hier erstmal um, ey. Glaubst du nicht, der hat mich angegriffen. Und selbst dann fehlt mir immer noch ein Jatter. Da haben wir ja noch einen. Und immer Druck da. Oh, schade. Ich wollte noch eine Kombo machen. Eine gewürzte Suppe. Eine gewürzte Suppe verwendet. Aha. Verringert die Wirkzeit. Minus. Ah, da ist er. Mana wieder her. Okay. Ist also genauso wie bei jedem anderen MMO auch. Ihr esst was, ihr bekommt Energie. Ihr trinkt was, ihr bekommt Mana. So. Das ist echt gutes Gras. Hilft den armen Jatas, sich zu beruhigen. Jatas müssen eine sehr strenge Ausbildung durchlaufen, um im Kampf verlässlich zu sein. Die härteste Prüfung besteht darin, auch unter Beschuss ruhig zu bleiben. Das hier sind gepolsterte Pfeile. Du kannst testen, wie gut ein Jatta trainiert ist, indem du an ihm vorbeischießt und seine Reaktion beobachtest. Ein gutes Jatta bleibt ruhig. Weniger gut ausgebildete Jatas reagieren manchmal aggressiver. Also sei auf der Hut, vielleicht musst du eines bewusstlos schlagen, wenn es hinter dir her ist. Vergiss aber auf keinen Fall, es zu loben, wenn es bestanden hat. Kann ich es jetzt loben? Nein. Ups. Gepolsterte Fall soll sie dabei Hilfsmittel dienen. Gut, dann nehmen wir jetzt mal so einen Jatterkalb hier. Kann nur auf Untrainierte verwendet werden. Ach toll. Ich bin ja begeistert. Nein. Das Jatta starte ich ruhig an. Okay. Es hat sich so teilweise in Luft aufgelöst. Was mit dem Untrainierten? Ist das jetzt noch böse auf mich? Tatsache. Du hast dich um die Aggressiven gekümmert? Traurig, dass es so weit kommen musste. Aber es ist besser so. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar. Jetzt weißt du, weshalb wir uns wegen des Schrottplatzes solche Sorgen machen. Da du die Lage hier mit deinen eigenen Augen gesehen hast, könntest du bitte mit dem Jatta-Händler Kaya sprechen. Wegen unserer aktuellen Probleme verzögert sich eine Lieferung von Jattas an den Jungblut-Clan. Bitte teile ihm keine Einzelheiten und über das verschmutzte Wasser mit. Sag ihm nur, dass die Lieferanten sich etwas verspätet. Gut gemacht. Dann ist für sie ja wohl doch nicht alles zu spät. Ah, okay, wir müssen da trotzdem wieder hin. Na dann. Auf. Verdammt, da komme ich nicht raus. Ich muss extra da durch das Tor. Nun gut. Sollte ja kein Problem darstellen, außer an den aggressiven Jattas vorbei.
Da geht es Richtung Tigerauge. Da haben wir wieder massig Yattas. Yada, yada. Würde mich nicht wundern, wenn das ein Haus von irgendeinem Spieler ist, der sich da eine Yatta-Farm gemacht hat. Mod. Kein Begleiter zum Respawn. Okay. Oi. Da kann man hier Yattas kaufen? Dann siehst du alle Kutschen und Luftschiffe, die hier in der Gegend sind. Ah. Jetzt ist es richtig da. Hä? Gucken wir mal durch das Teleskop. Hä? Ach so, auf der Karte oder was? Hm. Okay, anscheinend kommt da noch irgendwas auf dem Weg, aber so spontan erkennen konnte ich es jetzt nicht. Der Händler verspätet sich von da vorne bis nach da. Ist klar. Kann man da einsteigen? Nur mal so aus reiner Neugier. Nein, bleib hier. Ach. Mann, der ist mir jetzt vor der Nase abgehauen. Von der Yattaweide sagst du? Was kann denn nur los sein? Normalerweise sind sie sehr verlässlich. Du bist nicht zufällig nach Tigerauge. Wie ich höre, suchen gleich zwei Fremde nach tapferen Leuten, die sich ihnen anschließen wollen. Reisender Ochiba und Abenteurer Asheri. Ashrei. Ich muss zugeben, es ist ungewöhnlich, dass in Tigerauge so viel los ist. Ich würde gerne wissen, was sie vorhaben. Ich würde selbst mit ihnen reden, aber ich muss mich um diese Yatta-Sache kümmern. Mensch, was für ein Zufall, wir wollten gerade dahin. Die sehen aus wie die Falken. Heros. Ah, das ist die Hauptquest. Was hat denn der Reisende zu sagen? Tigergrad ist für seine vier Monster bekannt. Die zu erlegen würde einen Ruf als Abenteurer. Achso. Verdammt. Oh, er muss jetzt gerade extrem laden. Ah, das Bad. Ist ja schön, dass er schon da ist. Na dann, Kesa. Ja, was kann ich für dich tun? Ich habe viel zu tun, weißt du? Alter, ist die hochnäsig. Bürgermeister, ich bin hier, um meinen verborgenen Saphira-Schrein zu finden. Weißt du irgendetwas darüber? Also erst so Bürgermeister und dann weißt du irgendwas darüber? Weißt du? Ich denke nicht, dass der Bürgermeister sich um solche Dinge kümmern muss. Dafür gibt es andere Leute, findest du nicht? Hm, du hast recht. Das verstößt ganz klar gegen die Etikette. Warum verneigst du dich nicht vor Sekretariat Eluis und bittest ihn höflich um Hilfe? Vagabunden haben in meiner Stadt nichts zu suchen. Ganz recht, Herr Bürgermeister. Es ist nicht nötig, dass du dich mit solch unwichtigen religiösen Angelegenheiten befasst. Ich werde hier bleiben und das regeln. Geh du ruhig voraus. Ich weiß, wie viel du zu tun hast. Hallo? Verbeugen. Aha. Kann auf dem Reittier nicht verwendet werden. Na. Ah.
Ja, komm, reicht. Ich habe mich jetzt vor ihm verbeugt. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Gut, das sollte reichen. Tut mir sehr leid. Der Mann ist zwar ein Idiot, aber ein mächtiger hier. Bring diese Notiz zu Bart. Ich habe ihn gerade östlich vom Tiger-Augensee gesehen. Da vorne ist er. Gut, wie es weitergeht, würde ich sagen, das seht ihr dann im nächsten Part. Und ich sage an dieser Stelle, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.